Vor dem Krieg lebten die Menschen in Syrien in Frieden zusammen. Christen und Muslime, Moscheen standen neben Kirchen. Aus aller Welt kamen Touristen, um sich die kulturellen Attraktionen unseres Landes anzuschauen. Das Leben in den Städten pulsierte. Das Land war wunderschön und ein Ort des Friedens. Das war so, ja.2011 hat der Krieg in Syrien begonnen. Die Liebe ging weg und plötzlich kam der Hass. Niemand von uns hat vor dem Krieg daran gedacht, Syrien zu verlassen. Wir sind vor dem Tod, Terrorismus, Unterdrückung und Unsicherheit geflohen. Viele Leute werden täglich getötet. Schade. Ich wünsche mir, dass der Krieg in meiner Heimat endlich endet. Wir wurden gezwungen, unsere Heimat zu verlassen. Und jetzt sind wir in Deutschland. Wir müssen mehr miteinander reden und uns kennenlernen. Haben Sie Angst von uns? Nein. Allen Flüchtlingen dieser Welt wünsche ich ein Land, wo sie willkommen sind. Dankeschön. Was es bedeutet zu fliehen, weiß ich. Ich habe einen Krieg in ehemaligen Jugoslawien mitgemacht. Ich weiß, wie weh das tut. Und von mir aus herzlich willkommen. Dankeschön. Die heiße ich immer willkommen, die nach dem Leben betot sind. Ne? Also für mich zählt die Menschlichkeit und das wäre meine erste Frage an jeden Einzelnen, den ich treffen würde. Fühlst du dich menschlich behandelt? Fühlen Sie sich hier aufgenommen in Deutschland? Wie fühlen Sie sich hier in Deutschland? Ich fühle in Deutschland das beste Land, weil gibt es Frieden. Haben wir mehrere hunderttausend Binnenflüchtlinge, die teilweise unter katastrophalen Bedingungen in Flüchtlingscamps untergebracht sind. Wir haben Flüchtlinge in Jordanien, wo es teilweise problematisch ist. Wir haben Flüchtlinge im Libanon. Der Libanon ist absolut überfüllt. Flucht ist nie etwas Schönes. Wer flieht, tut das nicht freiwillig in den meisten Fällen. Vor allem in Syrien nicht, im Irak nicht, weil er Angst hat um sein Leben, um seine Familie, um seinen Nächsten. Wir würden gut daran tun, diesen Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, an dem Ort, an dem sie leben, zu existieren. In Sicherheit, mit einer Zukunftsperspektive, weil kein Mensch freiwillig seine Heimat verlässt. Hallo! Lili, Lili! Opi! I told him about his wishes in the future and for the new Christmas. He also told I want to back to Karakoş from my country. I want to play football in my park, in my home. Yeah.
I asked her about her wishes for new Christmas or for the new year, and she just told that we wish a peace. Leider leiden wir in dieser Zeit, weil die Menschlichkeit nur vorgeheuchelt wird und weil die Politik stattdessen Geld, Profit und Macht über Menschen stellt. Haben Sie Informationen darüber, was passiert in Syrien? Es ist eigentlich ein Krieg, das von außen eingezettelt wurde, ja. Und jetzt wollen alle ihre Hände in Unschuld waschen. Im Islam gibt es ja diese Schiiten und die, wie heißen sie jetzt hier? Bitte? Ja, die bekriegen sich auch gegenseitig. Ne? Das ist es ja. Einer will die Vorherrschaft haben und der andere wird dann unterdrückt. Das Problem machen ja nicht die Menschen, das Problem machen die Regierungen, die Regierenden. Das letzte Urteil fällt Gott. Die ganze Region ist massiv destabilisiert worden, was zu einer massiven Flüchtlingswelle geführt hat. Und was letzten Endes auch die Flüchtlingswelle bei uns verursacht hat. Mit vielen jungen Menschen, die nach Schutz suchen, die aber auch natürlich ihre Konflikte hier mitnehmen. Wenn Sie Flüchtlingen eine Frage stellen könnten, was würde das für eine Frage sein? Wie möchten Sie sich integrieren hier? Das ist, glaube ich, eine faire Frage. Ja? Wenn Deutschland oder ein anderes Land Sicherheit gewährt und Aufnahme, dann sollten die Aufgenommenen versuchen, da an der Gesellschaft teilzunehmen, zu integrieren. Ist das. Meinen Sie, das ist bis jetzt gut gelungen oder eher schlecht? Oder? Sagen wir, könnte besser sein. Ich hoffe, dass es friedlich wird. Ich aber denke mal, wenn sich der Großteil umstellt oder ich sag mal dieser deutschen Gemeinschaft anschließt, ja, das heißt nicht, die müssen perfekt Deutsch sprechen können beispielsweise, aber dazu gehört für mich, dass ich mich anpasse in der Gegebenheit, wo ich bin. Und ich kann sicherlich meinem Glauben, den ich dann vertrete, Islam oder was auch immer, ja, irgendwo vertreten. Aber ich muss trotzdem immer noch wissen, ich bin in einem anderen Land und habe mich nach den Gesetzen zu richten und nicht nach meinem, wo ich herkomme. Wir haben gesehen, die Ersten, die hierher gekommen sind, was haben wir über die gesagt? Wir dachten, wir holen Arbeiter, aber es kamen Menschen mit Religion und Glaube und Familie und so weiter und so fort. Und so ist es. Und die wollen das beschützen natürlich. Ja, ich habe das gesehen bei alterer Migration. Sie sind vor 30 Jahren oder so. Gibt es Probleme? Ich kann nicht die Lösung finden. Wie kann ich mit dem? Die Leben ist anders. Überhaupt nicht. türkische Freundin, aber nicht deutsche. Aber sie hat hier geboren. Ja, ich habe Kontakt mit vielen Leuten. In meiner Werkstatt, ich habe viele Kollegen. Und sie sind mit mir sehr nett. Ja, ich habe ja ein bisschen Kontakt mit Deutschen. Ich habe ein paar, kann man nicht so Freunde sagen, aber Ko-
Kollegen? Keinen Kontakt. Ich möchte einen Kontakt machen, aber ich weiß nicht. Ich habe keine schlechte Erfahrung in Deutschland gemacht. Fast nein. Bis jetzt. Was gibt es in Zukunft? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, alles läuft sehr gut. Und ich wünsche. Meine schlechte Erfahrung in Deutschland war, die große Teil, die Deutschen sind sehr verschlossen und unter sich. Vielleicht ja, in Zukunft bekomme ich gute Arbeit, gute Bildung oder so. Aber gibt es etwas Wichtiges alles sind? Zum Beispiel in Syrien, jede Woche in Ende, alle die Leute besuchen seine Familie. Und das ist Respekt, ich glaube. Ich bin nicht alleine in der Welt. Es gibt viele, viele, viele Altenheime in Deutschland. Muss die Kinder seine Großvater und Großmutter bleiben zu Hause zusammen leben. Das ist sehr wichtig und sehr gut für alle. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Auch ich wünsche das für alle die Leute in Deutschland. Für mich Religion und Familie und Liebe. Für mich wichtig ist die Familie, meine Religion, natürlich, und das Leben. Familie und Freiheit. Ja, Familie, Freiheit und Liebe. Familie und mein Heimatland. Gut und Sicherheit. Asadibra. Für mich Familie. Die Familie, die Religion, die Gerechtigkeit, die Menschlichkeit ohne Widerspruch. Also ich bin nicht religiös. Das gehört für mich nicht dazu. Ich war früher mal katholisch. Ich bin Christin, aber ich bin auch so, dass ich sage, ja, der Buddhismus ist relativ cool. Ich bin getauft und ich würde mich als Christ bezeichnen, aber ich lege mich da nicht fest. So, ich finde auch Buddhismus ist eine super interessante Idee, sag ich mal. Muss man ja katholisch sagen. Katholisch. Ich bin Christ, ja. Ne, bekennender Christ auch. Und was bedeutet das Christsein für Sie? Das, Gemeinschaft. Ja. Also das Einsetzen für den Frieden und die Gleichbehandlung aller, ne? Genau. Mhm. Alle Menschen sind gleich und
Er hat ja vorgelebt, die Liebe auch. Vor dem Gott sind alle Menschen gleich. Was würden Sie als deutsche Kultur bezeichnen? Schwierige Frage. Deutsche Kultur. Die Sprache, ne? Ich liebe auch Wälder. Ja. Und das scheint auch so ein bisschen deutsche Kultur zu sein. Natur verbunden. Unser Bekanntenkreis, ne? Also, genau, Freunde, Familie. Ja, hier kennen wir Abkürzungen. Schwierig, also ich würde auch sagen. Wir sind ein offenes Volk, sagen wir mal so. Das also ist, denken wir, wir sind das. Wir. Ja, in Deutschland ist es schwierig wegen der Geschichte so. Da muss man immer ganz genau aufpassen, dass es nicht dann so eine alte Geschichte irgendwie wieder abrutscht und so. Und es auch so ein bisschen diese Angst ist. Und wenn man dann in dieser Diskussion ist, dann ist man ganz schnell in diesem, ja, wir sollten wieder stolz auf uns sein, ja, das ist dann aber doch wieder Nationalstolz und nicht gut und so weiter. Und ich habe das für mich noch nicht so klar gemacht. Wir haben den Materialismus in der westlichen Welt zur Gottheit erhoben, zur Religion. Aber junge Menschen benötigen mehr als nur das nächste Smartphone, das nächste Auto oder einen tollen Fernseher. Und wenn sie auf der Suche sind, und wir können ihnen in einer durch und durch säkularen Welt, wie sie verstehen, keinen Halt mehr geben, woran sie sich festhalten können im spirituellen Sinne, dann laufen wir Gefahr, dass sie von Rattenfängern indoktriniert werden. Ich bin Jascha Loos und ich bin Marcel Mass. Also ich finde auf jeden Fall, dass man sich gegen faschistische Ideologien stellen soll, dass wir Sachen hinterfragen, dass wir reflektieren, dass wir nachdenken, dass wir Sachen überlegen und dass uns auch Unmenschlichkeit einfach gegen die Natur spricht. Thank you.
glaube auf jeden Fall, dass man dadurch, dass es auch durch das Internet und so, dass man halt eben schnell sich so eine Meinung bildet, die vielleicht nicht richtig ist oder halt eben nicht in die richtige Richtung geht und man denkt halt irgendwie, man hat dieses Klischeehafte so, man ist nicht so richtig informiert und glaubt irgendwas zu wissen und dann daraus irgendwas bildet halt und ich glaube, das sollten sich Leute halt einfach ein bisschen besser informieren, ein bisschen vielleicht auch mal dorthin gehen, wo es stattfindet, was da passiert. Dass es nicht ist, jemand sagt etwas und ich nehme das 1:1 an, sondern ich hinterfrage das, ich mache meine eigenen Erfahrungen und bilde daraufhin sozusagen mein eigenes Bild. Mhm. Auch im Alltag so irgendwie die Menschen, also nicht nur, es geht gar nicht so um dieses Flüchtlingsthema, was momentan so aktuell ist, aber einfach mal irgendwie, wenn man im Bus unterwegs ist und irgendwie eine Nettigkeit irgendwie jemanden machen kann, irgendwie ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Ich glaube, das muss noch ein bisschen mehr, habe ich so das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist. Das sollte man vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen, diese Menschlichkeit einfach, diesen Respekt vor Menschen. Einfach jedem Menschen Respekt entgegenbringen, so wie man ihn auch selber erwarten würde. Und ich glaube, dadurch würde es auch in allen anderen Themen einfach besser werden. So, das ist momentan irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass es dass das ein bisschen irgendwie nicht nur in Deutschland, aber allgemein in der ganzen Welt irgendwie so ein bisschen abhanden kommt. Zerstörungswut ist gewaltig. Das zeigt sich darin, dass sie zunächst einmal versuchten, alles, was nicht ihrer Ideologie entspricht, auszulöschen. Die Folgen sind verheerend. Al-Din da Sena. Harf Ra. Es wurde noch einmal erklärt, dass auch in dieser Region die Menschen gekennzeichnet wurden. Das heißt, Christen wurden mit einem N gebrandmarkt, einem Nun für Christen. Jesiden mit einem K für Kuffar, Ungläubige. Und Schiiten mit einem S für Schiiten. Und wenn sie sich weigerten, den Islam, den wahren Islam nach der Sichtweise des Islamischen Staates anzunehmen, dann wurden sie hier, wie bereits im Vorfeld erwähnt, bestialisch hingerichtet. Kindern, 7, 8, 9 Jahre alt, wurde ihnen der Schädel abgeschlagen mit dem Ende des Gewehrs, einer Kalaschnikow. Und ich fragte mal einen gefangenen Extremisten, warum sie die Kinder eigentlich nicht wenigstens erschossen hatten. Seine Antwort war... Warum so grausam, ne? Ja, ich wollte das einfach wissen. Seine Antwort war hochinteressant, erinnert mich an die Ideologie der Nazis. Er sagt, es waren noch keine Menschen. Sie waren eine Kugel nicht wert. Nachdem Daesh, der IS, das Gebäude hier eingenommen hatte, vor kurzem war noch Daesh hier, wurde das gesamte Gebäude zu einem Sklavenmarkt umfunktioniert. Das bedeutet... Jesidinnen und Christinnen in der Umgebung wurden gefangen genommen und hier zum Verkauf angeboten. Und aus Syrien, aus dem Irak kamen IS-Anhänger hierher und sie haben die Frauen gekauft. Hier, in diesem Gebäude wurden sie versteigert. Die Unmenschlichkeit dieser Organisation zeigt sich hier und wie wir mitbekommen haben, wurden auch Kinder hier verkauft.
selbst aus Saudi-Arabien kamen Leute hierher und haben jesidische Frauen gekauft für 200 US-Dollar, für 300 US-Dollar und haben sie nach Saudi-Arabien gebracht. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die Politik Saudi-Arabiens bei dieser ganzen Thematik eine Rolle spielt. Es ist scheinbar eine Ideologie, die das befürwortet. Denn wenn Menschen aus Saudi-Arabien hierher kommen und junge Frauen kaufen, dann haben wir ein ganz anderes Problem, das weit über die Thematik des IS hinausgeht. Ich komme aus Kobani. Kobani wurde von IS angegriffen. Dort habe ich meinen Cousin verloren. Und aktuell, Herr Erdogan benutzt nochmal die Gruppen wie IS und Al-Qaida und so weiter gegen die Zivilisten in Afrin. Vor dem Angriff von der Türkei und IS lebten die Menschen alle Kulturen und Religionen, Frieden und Sicherheit und Freiheit. Vor dem IS gab es ähnliche Gruppierungen, nach dem IS wird es weitere Gruppierungen geben. Die Ideologie dahinter steht, expandiert weiterhin und sie kommt von außen. Diese Gruppe, Türkei Rise, vor zwei Jahren, ungefähr drei Jahren inzwischen fast, gegründet, das war Oktober 2014. Und wir wollten ein Ende setzen dafür, dass, sage ich mal, im Namen des Islams Terror ausgeübt wird. Wir müssen schon ein bisschen selbstkritischer sein, uns kritisch betrachten und eine Veränderung anstreben. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Düsseldorf in eine Moschee reingehen und sehen, dass dort Bücher von Kitab al-Tawhid und Fatawa al-Kubra von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Darin steht, dass dieses Buch wird gelehrt in der Moschee, in Deutschland, auf deutschem Boden und sogar auch teilweise auf deutscher Sprache. Und er sagt, das sind alles andere, also nicht Muslime und Andersgläubige sind Nichtmenschen, die sollte man umbringen. Daher sind wir auch in Verbindung mit Spiker, sind wir auf die Straße gegangen. In derselben Zeit haben wir dann diesen Gegenwind von einigen, tatsächlich, das müssen wir sagen, muslimischen Gemeinden erlebt. Das ist der Punkt, was wir besprochen haben. Ja. Sie sagten, wer hat euch überhaupt erlaubt, gegen Terror zu protestieren? Das sind eure Brüder. Ja. So die Tippgemeinde mitunter. Also die sind, sag ich mal, nicht frei. Wir haben einmal Saudi-Arabien-Islam, wir haben einmal Iran-Islam und wir haben einmal türkischer Islam. Und diese drei Sorten werden auch finanziert aus dem jeweiligen Land. Die werden auch kontrolliert. Gelehrten werden dort ausgebildet, geschickt. Und das Ganze steht in starker Verbindung. Das Problem ist dabei dann, manchmal hat das Land andere Interessen als die deutsche Gesellschaft. Und dann gerät das in Konflikt. Deswegen ist das die Aufgabe eigentlich des Staates. Und hier stellt sich wieder die Frage, weiß man es nicht? Das ist ja eigentlich ein fataler Fehler. Oder weiß man es und lässt andere Aspekte wichtiger behandeln, wie zum Beispiel wirtschaftliche und andere Beziehungen.
gibt wirtschaftliche, politische Interessen, die auf Kosten ziviler Menschen durchgesetzt werden. Das zeigt auch wiederum, wie dumm sie uns halten. Bestätigt, glaube ich, dann die Zustände dadurch, erstens. Und zweitens ist das Problem dann, dass die Spaltung in der Gesellschaft voranschreitet. Und je mehr sie stärker wird, desto mehr sucht man eine radikale Gruppierung. Wir sollten bei unseren Kindern beginnen. Wir müssen ihnen beibringen, mit anderen Menschen und Religionen in Frieden und gleichberechtigt zu leben. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Gleichgesetzt. Er hat nicht gefragt, bist du Jude, bist du Römer, bist du Grieche, sondern er hat sich für alle geopfert. Und dieses Beispiel zeigt uns, dass auch wir den Menschen, seine Menschlichkeit anerkennen sollten. Und dann bin ich davon, woher er kommt oder welche Religion er hat. Muslime und die Christen und die Juden, alles wir sind Brüder. Ein großer Krieg. Vor was? Wir sind hier in einem Kloster. Wir sind hier vor dem Frieden und die Blumen zu schenken. Ich habe eine Botschaft, aber lies sie vorher nicht, dass ich einen Fehler mache. Ich lese diese Botschaft und mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich so etwas nicht erwartet habe. Ich möchte aber, dass dieser junge Mann seine Botschaft euch selber vorliest. Mohammed und Mahmoud, ich bitte euch, zu mir zu kommen. Unser Pfeiler Ausdruck für alle die Opfer des Terrorismus. Wir stehen gegen diese Verbrechen und akzeptieren nicht, dass andere Menschen getötet werden. Auch wenn wir uns in unserer Nationalität, in einigen unserer Ansichten und der Religion entscheiden, müssen wir Respekt voreinander als Menschen haben. Meistens geben wir unser Mitgefühl nur Opfern, die zu uns gehören. Opfern, die dieselbe Meinung, Nationalität oder Religion haben wie wir. Und wir interessieren uns nicht vor anderen Leuten.
dann sollten wir uns fragen, was bedeutet Menschlichkeit? Vielleicht haben wir das vergessen. Alle die Opfer sind unser Durchstand, unsere Söhne, unsere Mutter, unsere Väter, unsere Verwandte. Es gibt keinen Unterschied. Diese Vorstellung ist Wirklichkeit. Wir haben gesehen, wie der Terrorismus Bomben in Kirchen gebracht hat. Deswegen mussten wir das Gegenteil machen und ihnen heute Blumen in diese Kirche schenken. Gehen wir einen ersten Schritt, möge Gott uns alle segnen. Wir sollten uns nicht von Staaten, Medien und Politikern manipulieren und kontrollieren lassen. يجب علينا أن لا نترك الدول والإعلام والسياسيين أن يتلاعبوا أو يتحكموا بنا. Gemeinsam sind wir stark, gespalten fallen wir. متحدين نقف, متفرقين نسقط. I know it's been a while seeing you there, and there's no smile. But why do I try to hide, knowing I can't run from the tide? I was once told you can only help yourself if not the old one you thought you knew. We lost, all alone as one, but all together bound to find love that good. Rise up to the sky.